So, Leute, ich befinde mich hier jetzt an einem See, der mit dem Main Verbindung hat, da ich in Facebook gelesen habe, dass im Main momentan gar nichts geht. Und bevor ich jetzt mal Zeit vergeude, habe ich gedacht, gehe ich an den See hin. Bin zwar sicher, da geht auch nicht mehr, aber ich probiere es jetzt mal aus. Will heute mal angeln, einmal mit Maden bzw. Mais auf dem Futterkorb und einmal mit Leberkäse. Warum Leberkäse? Ja, weil ich vor einen Abonnenten oder also jeden Fall war ein Kommentar hinterlassen. Ich sollte doch mal mit irgendeiner Wurstsorte angeln. Ich weiß jetzt aber nichts mehr, welche die war. Ich nehme mal an, so eine Art polnischer oder irgend sowas. Fand ich jetzt nicht so toll. Da dachte ich mir, ich hoffe, es ist in Ordnung. Ich angel mit Leberkäse, weil ich bin ja in Franken und da angeln wir mit Leberkäse. So, jetzt ganz normaler Haken, ganz normalen 10 Haken. Mach den Leberkäse und für die Größe vom Maiskorn oder so ein Mini-Boilie oder sowas in der Art, habe ich mir gedacht. Und dann schauen wir mal, was geht. Was der Bringer ist, der Leberkäse, die Maden oder gar nichts. Ich nehme an, mir gar nichts. Aber wir werden es mal schauen. Ja, und gleichzeitig kann man damit sagen, wenn es auf Leberkäse funktioniert, für was brauchen wir dann nicht eure Marken, dann gehen wir zum Metzger, holen uns eine Scheibe Leberkäse und können die halbe Woche damit angeln. Okay, ich will mal Zeug ins Wasser bringen und dann schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Also bis dann. So Leute, hier seht ihr den Leberkäse. Ah, ein großes Stück, ne? Also es ist so, ich habe es jetzt auf den 10er Haken drauf getan. Und so wie es ist, fliegt es jetzt einfach ins Wasser. Futterkorb wird bestückt. Ganz normal mit meinem Standard polnischen Futter, das ich immer benutze. Und mehr ist es nicht. Werde ich jetzt mal auswerfen, werden wir schauen, was geht. Ob was geht. Da wir in Franken sind, gehe ich mal davon aus, die mögen garantiert auch fränkischen Leberkäse. Ansonsten sind es gar nicht der Franken, ey. Wer kann Leberkäse machen? So, bei der anderen Rute. Oh, ganz normal, der Futterkorb mit dem gleichen Futter. Und hier ein paar Maden und eine Kaste drauf. Jetzt schauen wir mal, wer bringt mehr? Der bayerische Leberkäse in Franken. Oder eher die Maden. Schauen wir mal, was geht. Ich werfe jetzt mal raus und gucke ich mal weiter. So, beide Ruten sind jetzt im Wasser. Sag mal, Zeitlimit, wahrscheinlich 2 Stunden oder was, wo ich jetzt mal probiere. Was besser ist, Leberkäse oder Maden? Vielleicht doch der Leberkäse. Die ganze Zeit war keine einzige Fischbewegung hier. Und jetzt stelle ich langsam fest, es kommen langsam doch Fische an den Platz. Ja. Die jetzt genau an meinen Platz kommen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, man sieht, es tut sich was. Ich hoffe, man kann es erkennen. An dem Platz, wo meine Rute mit dem Leberkäse liegt, habe ich momentan ziemlich gute Fischbewegung. Gut, das heißt jetzt natürlich nicht, dass sie meinen Leberkäse mögen. Vielleicht ist es ja auch jetzt nur totschlecht für den Leberkäse, man weiß es nicht. An der anderen Rute, die ich mit Marder und Kastern bestückt habe, ist nichts los, sag ich mal. Gut, der ein oder andere Kleinfisch, aber ja, Köderfischchen da, Eier darum, aber das war alles. Aber auf jeden Fall, muss ich sagen, schaut es so aus, als würde der Leberkäse doch anziehend wirken. Warten wir mal ab. So, ich lese da gerade ein bisschen Facebook. Ja, lese hier gerade 12 Stunden mit 2 Angeln am Wasser geangelt, mit Wurm, Fisch und Pellet. Kein einziger Biss außer Grundeln.
Wie sieht es bei euch aus? Da sind ja mehrere Antworten hier zu sehen. Ging mir bisher genauso, ging mir auch am Kitzinger See so, nur da bin ich nicht mal eine Grundel da war. Am Donnerstag auf Wels draußen gewesen, Sauwetter, nichts gefangen. Ja. Und so weiter. Würde ich euch eigentlich auch immer ein bisschen davor bei Facebook ein bisschen informieren. Seid ihr auch in irgendwelchen Gruppen drin, die in euren Großraum da angeln? Wie gesagt, das war jetzt die Gruppe. Ich kann das mal den genauen Namen mal sagen. Das ist eine sehr nette Gruppe, Mainfischer. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt hier an diesen See gegangen bin. Und nicht direkt am Main. Ich bin jetzt eh schon, sagen wir mal, eine halbe Stunde da und habe noch kein einziges Schiff vorbeikommen gesehen. Mit Sicherheit einer der Gründe, warum wieder mal nichts beißt am Main. Hier im See kommt langsam Bewegung auf. Man sieht immer wieder an der Wasseroberfläche Fische springen oder irgendwelchen Blödsinn machen. Aber ich denke mal, die, wo springen, sind die Rapfen und das andere sind ein bisschen so Jungfische, so Köderfischchen, die hier sehr stark vertreten sind. An meinen beiden Angeln, auf der Madenangel und auf der Leberkäsangel, ist bis jetzt null Bewegung. Ja, habe jetzt ja mittlerweile schon mal nachgefüttert, wie ihr wisst. Leberkäse hält das Auswerfen gut aus. Ja, das ist dieser Industrieleberkäse. Wer weiß, was da alles für Zeug drin ist. So. Aber was mich interessieren würde, Handy habt ihr ja alle dabei, macht ihr auch am Angeln selber Facebook. Also beziehungsweise sucht ihr euch die Plätze raus, nachdem ihr in Facebook gelesen habt, am Main ging nichts oder am Rhein oder an der Mosel oder was weiß denn ich wo oder am Vereinsee war wieder tote Hose. Lasst ihr dann das Angeln bleiben oder geht ihr dann trotzdem zum Angeln? Das würde mich mal interessieren. Also bei mir schaut es so aus, ich informiere mich immer davor. Ist was gegangen, ist nichts gegangen. Aber im Großen und Ganzen sage ich immer, wenn bei denen nichts geht, heißt es jetzt nicht, dass bei mir auch nichts geht. Ich gehe dann trotzdem an den Main oder sonst wohin. Aber wie gesagt, heute habe ich mich mal da auf Facebook verlassen und guck mal, ob hier am See was geht. Aber so wie es ausschaut, kann ich das eigentlich auch ziemlich vergessen. Ich denke mal, naja gut, die Uhrzeit und die Temperatur ist jetzt nicht gerade so ideal fürs Angeln. Ne? Ich meine, ja. Oh, sie ist sogar etwas runtergegangen, 26 Grad. Und es ist Gewitter gemeldet. Naja, wissen wir ja alle, dann können wir es vergessen, das Angeln, ne? Wenn Gewitter gemeldet ist. Ja gut, ich habe auf jeden Fall einen schönen, entspannten Tag. Und so soll es sein. Egal, ob ein Fisch beißt oder nicht, ihr müsst euch immer merken. Wichtig ist, ihr seid am Wasser, ihr genießt das Wasser, ihr genießt die Ruhe, ihr könnt mal entspannen. Ob da eine kleine Grundel hingeht oder ein großer Wels. Ist doch, sage ich mal, egal. Ist natürlich cool, wenn was beißt, aber lasst euch nicht von den Fachzeitungen und von diesen Oberanglern da immer irritieren, ihr müsst das Futter reinwerfen, ihr müsst das und das und das und dann diese Fische fangen. Vergesst es. Es ist wichtig, ihr habt Spaß beim Angeln. Ihr habt vielleicht eure Freundin oder einen guten Kumpel dabei. Ja, Freundin beim Angeln. Es ist auch wieder so eine Sache, ne? Höchstens ihr angelt selber. Aber ansonsten, ne? Chillen, entspannen. Wenn was beißt, beißt was, wenn nicht. Wir müssen ja heute auch nichts mehr davon leben. Ne? Wir gehen zum Aldi oder anderen Discounter, ne? Und holen uns da unsere Fische, wenn wir was brauchen. Ne? Fischstäbchen. Aber ist, wie gesagt, das ist der Wahnsinn. Hier ist jede Menge Betrieb im Wasser. Keine Schiffe, sondern Fische. Aber null dutzig. Ja gut, wenn er an der Oberfläche ist, kannst du eh vergessen. Okay. Ich beobachte und hoffe, dass da noch was geht. Wir werden sehen, welches Ergebnis wir kommen. Ja, super, winkt mir doch noch, lieber Fisch. Hat jetzt gerade so ein Fisch rausgeschaut. Jetzt müsst ihr euch reinziehen. Wahrscheinlich hat er gerade so gemacht. Ups, darf man das machen? Wahrscheinlich hat er gerade so gemacht. Guck mal, da sitzt wieder so ein Blödel und wartet drauf, dass wir anbeißen. Aber es war bei der Leberkäsangel. Vielleicht wartet er auf den Senf.
So, der erste Leberkäsefisch ist gefangen. Ah, eine schöne Brassen, den tue ich aber jetzt sofort zurück, da die Temperaturen ja doch etwas warm sind. So, wunderbarer Brassenschleim. Ja gut, das war jetzt dann ein fränkischer Brassen. Der mag Leberkäse. Also 1:0 für den Leberkäse. Ja. Ist natürlich nicht ausschlaggebend, ist ja ein Spaß. Ne? Leberkäse gegen Brassen. Leberkäse gegen Brassen. Natürlich Leberkäse gegen Maden. Also auf jeden Fall 1:0 für den Leberkäse. Maden sind heute nicht der Bringer anscheinend. Mal was Neues ausprobieren, Leberkäse. Warum nicht? Okay. Ich hau jetzt wieder meinen Leberkäse rein. Will mal schauen, vielleicht kommt noch mal ein Leberkäsefisch. Typisch fränkisch halt, ne? Wichtig ist, wenn ihr Brassen habt, ihr seht den Schleim und das Zeug, tut eure Hacken und eure Sachen wirklich reinigen mit dem Handtuch, mit Wasser oder sonst was, weil sonst beißt nichts mehr. Wenn der Angstschleimer da ist, ist vorbei. In diesem Sinne, tue ich jetzt erstmal mein Zeug wieder in Ordnung bringen, ein Stückchen Leberkäse drauf und ab geht's wieder ins Wasser. So, also der erste Fisch war jetzt auf Leberkäse. Ich habe jetzt mittlerweile die Maden und Leberkäse nebeneinander parallel eigentlich ins Wasser gelegt. Also ziemlich parallel, sind schon ein paar Meter auseinander. Ja, es war ein sehr, sehr leichtes Zupfen. Ich dachte zuerst, das ist etwas der Wind oder irgendwas. Weil er ja mittlerweile ja etwas aufkommt, der Wind. Ist ja wieder gemeldet. Angeschlagen, etwas gekurbelt. So gut wie gar nichts gemerkt am Widerstand. Ja, dann dachte ich, naja, super, wieder irgendwas reingeschwommen, grau oder irgendwas. Kurz vom Ufer. Dachte ich, mein Futterkorb kommt gar nicht nach oben, was ist da los? Ich habe die ganze Zeit keinen Widerstand gemerkt, gar nichts. Und dann war dieser schleimige Geselle dran. Ja. Entweder war er so verdutzt, oder er ist wirklich, die sind wirklich, keine Ahnung, von der Temperatur oder was, weil es die ganze Zeit so warm ist, oder vom Wetterumschwung her so darb. Wie man bei uns sagt, so taub, so bocklos. Unverständlich. Gar nichts, aber egal. 1:0 für den Leberkäse. Das ist ja ganz schöner, oder? Das ist ein größerer, ja. Ja, möchtest du Würfel hier, oder was möchtest du da? Ja, also einfach so. Nimm mal einfach ein Stückchen auf und Lust drauf. Und du einfach drauf aufmachen. Ja. Oh, komm nicht. Du kannst ja gleich ein Ding machen, Filet. Das ist ja gleich mal für dich. Das haben wir her. Das ist ja ganz schön ein Lappen. Ja, lebe geht's. Vom Headline. Na, vom Lidl. Vom Lidl.
So, der Brassen hier, der hat jetzt auch schön auf Leberkäse gebissen. Ist also auch ein fränkischer Fisch. Der liebt lieber Leberkäse wie Maden. Wunderbar. Man sieht, Leberkäse ist der Bringer in Franken. So Leute, das habt ihr gesehen. Der zweite Leberkäsefisch. Na, wir sind halt in Franken, die mögen Leberkäse. War ja wieder mal ganz klar. Also Leberkäse ist heute ein Bringer. Maden 0, Leberkäse 2. Also, was wollen wir mehr? Allerdings hat der Dreckboys, wenn man sieht vielleicht, na, guckt mal her, voll Dünnschiss gehabt, Alter. Voll drauf gepfiffert auf mein T-Shirt und alles. Alter, Boys gewesen. Aber egal. Ich denke mal, das ist jetzt wirklich doch etwas eindeutig. Leberkäse ist die Nummer 1. Deswegen Leute, immer was Neues probieren, immer mal schauen, probieren geht über studieren. Fränkischer Leberkäse vom Discounter, naja, auf jeden Fall Leberkäse, Discounter Leberkäse, ob der das Franken ist, glaube ich nicht. Er funktioniert. Aha. So Leute, habt ihr gesehen, im Franken, die Brassen mögen Leberkäse. Also eindeutig, Maden, Mais, 0, Leberkäse war der Gewinner, war der Burner. Ja, okay, ich meine, ich bin ja jetzt von oben bis unten voll gekackt, wenn man das sehen kann. War verdammt nochmal reingelangt. Ja, es hat auf jeden Fall gut funktioniert auf Leberkäse. Und ich kann jetzt nicht sagen, dass es Zufall oder Glück war. Ich meine, alle Bisse kamen auf Leberkäse. Warum auch immer. Ich sag euch, benutzt doch mal einfach irgendwas. Probiert es aus, ob das die halb fertig gekochten Nudeln sind. Ob das die Gummibärchen sind. Haribo. Oh, ich darf keinen Firmennamen sagen. Oder will ich eigentlich vermeiden? Ja, diese kleinen Adbet-Teile, die es da gibt von der Marke, wo auch Gummibärchen hat und so. Wer wohl das jetzt ist? Naja, gut. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Deswegen sage ich, ihr müsst euch nicht glauben, was die euch auf diesen runden kleinen DVDs immer verdicken. Hey, du musst das Futter kaufen und das und das und das. Ich meine, ihr wisst, ich angel mit meinem guten polnischen Futter, wo der, was weiß ich, 3,5 Kilo 5 Euro kosten. Übrigens hat jetzt mehr Marken, seit ich bei ihm Großeinkäufe mache. Mal die anderen Marken auch probieren von ihm. Und ihr müsst euch nicht glauben, ihr dürft nur die Boilies nehmen oder die oder die oder die und der Inhaltsstoff und der weich und hart. Jetzt mal ehrlich, bei Karpfen, die knacken Muscheln. Die eiern im Dreck rum, das sind die Schweine des Wassers. Meinst du, die interessiert es, welche Hackfresse auf dem Bäckchen ist? Und ob die nach Erdbeer schmecken oder nach Haribo? Eps. Oder irgendwas anderen. Ich denke, das ist bums scheißegal, das ist nur das Optische. Na, schaut mal an, ich habe jetzt auf die eine Maden, Mais drauf und so weiter. Und da geht gar nichts. Das ist ein typischer Köder. Auf Leberkäse, wo sie nicht kennen, da beißen alle. Und ich sage, es ist auch beim Medit, ich könnte es auch als Medit-System benutzen. Na, schön auf dem Spieß aufgezogenes Stückchen Leberkäse. Nicht so groß, so groß wie diese Mini-Boilies sind. Ja, ich hänge überall voller diesen Brassenschleim. Und dann einfach ganz normal, wie beim Medit-Angeln überall üblich ist. Das gehört auch mal probiert. Also wenn ihr noch mehr Bock habt auf so lustige Filmchen und komische Ideen, die ich manchmal habe, wenn ihr lasst mir einfach unten ein Abo. Daumen hoch, ist sowieso klar, oder? Und dann verpasst ihr nämlich nicht mehr meine geilen Filme, meine komischen Sachen, die ich so mache. Wenn ihr Abonnenten seid, kriegt ihr ja immer. Übrigens, ist kostenlos, ne? Ja, also gut. So viel zu meinem kleinen Film. Der Leberkäse. Oder mögen Brassen Leberkäse. Oder wie soll man sagen, egal. Auf jeden Fall, wenn ihr irgendwelche coole Ideen habt, was ich probieren kann, ja, dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare rein. Probieren wir es einfach mal aus, was soll's. No. Ihr hört ja bei meinen Einbrassen, wo ich da fange, jemand im Hintergrund labern. Das war auch einer der Skeptiker,
aber auch ein Abonnent von mir. Der hat mich jetzt zufällig hier am Wasser gesehen, ist hergekommen, hat sich ein bisschen hingesetzt, mir ein bisschen gequatscht. Und ja, also ihr müsst euch jetzt nichts dabei denken. Es war einfach nur ein Abonnent. Wenn ihr mich irgendwo seht, ob Abonnent oder nicht, ist völlig wurscht. Und ein bisschen quatschen wollt, setzt euch mit her, mit quatschen ein bisschen. Und das ist alles kein Thema. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch noch Petri Heil, große Fische. Wünsche ich euch nicht. Ich wünsche euch Fische. Weil es ist egal, ob der Fisch so ist oder 5,95 Meter. Es soll Spaß machen am Wasser. Und nicht irgendwie, ihr müsst das fangen, das fangen, das fangen. Und wie man das da diesen Filmchen und Zeitungen immer entnehmen kann, ist alles Käse. Und in meinem Fall Leberkäse. Bis dahin, euer Alex. Ciao.